ist ganz normal, dass ich mir abends noch ein Porno reinziehe. Das ist so wie so ein, ja, in Zeiten von Pornhub, also ein ganz normales, ja, Ritual, würde ich sagen. Hat für mich überhaupt keine größere Bedeutung und auch, ich achte da auch nicht so sehr auf Ästhetik. Schnaps oder Champagner? Schnaps. Schnaps. Wer wärst du gerne für einen Tag? Lady Gaga. Ja, dann wäre ich gern für einen Tag ein Grottenolm. Weil das irgendwie krass sein muss, dass du nicht siehst, die ganze Zeit im Wasser und im Dunkeln lebst, extrem hässlich bist, aber selber nicht weißt. Okay. Schon mal ein Dickpic verschickt? Ich möchte die Frage so beantworten. Ich habe noch nie ein unverlangtes Dickpic verschickt. Im betrunkenen Zustand durchaus öfters. Okay. Wie sieht deiner Meinung nach ein attraktiver Mann aus? Ein attraktiver Mann? Ich würde sagen, die Haut ist sehr wichtig. Also eine sehr reine Haut. Ein gepflegtes Äußeres. Vielleicht nicht zu selten zum Friseur gehen. Ich finde nicht so sportliche Menschen attraktiver als trainierte Menschen. Deswegen würde ich auch sagen, nicht zu viel Muskulatur. Aber ich glaube, der Großteil der Gesellschaft würde sagen, gut trainiert. Vin Diesel. Okay, das ist aber so ein klassischer Standardding irgendwie auch, muss man sagen. Also Gérard Depardieu sieht sehr gut aus. Obwohl er halt ein Gesicht wie eine Kartoffel hat und so. Aber der strahlt eben irgendwas aus, ne? Das ist jetzt vielleicht wirklich kitschig und entspricht allen Klischees. Aber ich würde sagen, Matthias Schweighöfer ist so ein sehr guter gemeinsamer Nenner. Ich glaube, so dieses typische Lieblingsschwiegersohn-Phänomen. Das ist der Blonde, ne? Ja. Hm. Was hältst du von Pornos? Ich finde, die haben durchaus ihre Daseinsberechtigung, aber müssen auch einen gewissen ästhetischen Anspruch erfüllen. Das sehe ich zum Beispiel vollkommen anders. Also es ist ganz normal, dass ich mir abends noch ein Porno reinziehe. Das ist so wie so ein, ja, in Zeiten von Pornhub, also ein ganz normales, ja, Ritual, würde ich sagen. Hat für mich überhaupt keine größere Bedeutung und auch, ich achte da auch nicht so sehr auf Ästhetik. Wann fühlst du dich in deiner Männlichkeit bedroht? Bedroht? Ja. Boah. Dann gibt es manchmal so bestimmte, keine Ahnung, was, wenn einer versucht hat, Alpha-Tier raushängen zu lassen und so. Dann springen manchmal so ganz archaische Urinstinkte in einem an. Also wenn jemanden anbaggert, der mir wichtig ist, in emotionaler Sicht, dann werde ich ganz, ganz giftig und fange an, Mordpläne zu schmieden und ja. Ja, ja, das ist genau sowas. Also auch dieses Beschützer-Ding dann irgendwie, ne? Also ja, man kann das nicht abschalten. Das ist, ja. Auch wenn man sich vorher tausendmal einredet, ich bin kein eifersüchtiger Typ, aber wenn es dann drauf ankommt, dann ist man es irgendwie doch. Obwohl einem das dann im Nachhinein betrachtet meistens auch sehr unangenehm ist. Ja, das ist wohl wahr. Was machst du, wenn du sexy sein willst? Ich versuche das meistens über Kleidung. Also mich hübsch anziehen, würde ich sagen. Echt? Ja. Ich versuche das überhaupt nicht über Kleidung. Also ich versuche das eigentlich nicht über das Äußerliche, sondern eher über die Art, wie ich rede oder über was ich spreche. Sowas wie, sie trug den Becher in der Hand, ihr Kinn und Mund glich seinem Rand. So leicht und sicher war ihr Gang, kein Tropfen aus dem Becher sprang. Er hielt die Zügel in der Hand und ritt auf einem jungen Pferde. Und mit nachlässiger Gebärde erzwang er, dass es zitternd stand. Jedoch, wenn er aus ihrer Hand den leichten Becher nehmen wollte, so fiel es beiden allzu schwer, denn beide bebten sie so sehr, dass keine Hand die andere fand und dunkler Wein am Boden rollte. Eieiei. Findest du das sexy? Absolut. Cool. Tatsächlich. Also wirklich. Danke. Poesie ist sexy und viel zu selten irgendwo. Also ja, das stimmt. Wahre Poesie. Wann ist ein Mann ein Mann? Früher hätte ich wirklich gesagt, also wenn die primären Geschlechtsmerkmale halt da sind, ist das ein Mann. So, da habe ich auch einiges erfahren über Cis und Trans und solche Dinge. Und deswegen würde ich sagen, dass Männlichkeit oder ein Mann hat eine bestimmte Form von Kontrolle und Souveränität. Kontrolle nicht über Menschen, aber über Situationen. So, und so eine gewisse Beherrschtheit. Das ist für mich, finde ich, männlich. Ich glaube, es kommt aus dem Inneren. Das heißt, wenn man für sich selber empfindet, dass man ein Mann ist, dann ist man ein Mann. Oder das. Schätz bitte dein Gegenüber ein. Hui.
wenn ich es männlich sage und es ist eine Trans... Na, egal. Also deine Stimme ist männlich auf jeden Fall. Röhrenjeans mit hochgekrempelten Hosenbund und Norwegerpulli und eine runde Brille und ein, so ein Beanie und so ein Schal, so ein bisschen hipstermäßig. Und politische Ausrichtung, bin ich mir ziemlich sicher, dass du links bist. Also ich würde sagen, du bist Ende 20, Anfang 30. Ich habe die Vermutung, du bist in der Musik tätig. Vom Aussehen her würde ich auf jeden Fall sagen, du hast einen Bart. Du trägst irgendwas Sportliches, Sneaker. Politisch würde ich sagen, dass du konservativere Ansichten in der Vergangenheit hattest, aber ein bisschen weiter nach links gerückt bist mit deiner Meinung. Also ich würde dich irgendwo so ziemlich genau in der Mitte einordnen. Hallo. Hallo. Schwarz. Lara. Hi. Hi. Ich bin DJ'n und halt als Drag Queen unterwegs. Ja, ich bin Musiker und Schriftsteller, Lyriker, sowas in die Richtung, aber hauptsächlich Rapper. Ja, die poetische Ader hat man dir ein bisschen angemerkt. Hat man gemerkt, ne? Aber mit den Klamotten lag ich voll daneben. Voll daneben, wirklich. Inwiefern unterscheidet sich deine Kunstfigur von deinem wahren Ich? Meine Kunstfigur ist weiblich, mein privates Ich ist männlich und da gibt es auch relativ wenig Überschneidungen. Ich würde auf jeden Fall sagen, dass ich selbstsicherer bin, wenn ich in meiner Kunstfigur bin. Ich habe eine ganze Weile auch aufgelegt als Mann, aber das hat mir selber nicht gefallen, weil ich mich da unwohl und beobachtet gefühlt habe. Ich glaube, das ist auch so ein Prozess, das entwickelt sich auch immer weiter. Also das, was Lara Likör heute ist, war sie vor 5 Jahren nicht und andersrum. Und das ist, denke ich mal, bei dir auch sehr ähnlich. So, das hat auch, die Figur hat auch eine sehr starke Wandlung durchgemacht. So, ja, da war ich 23, war irgendwie wütend und hungrig und das ganze Programm, was man mit 23 halt ist. Ne? Und naja, jetzt bin ich ein alter Mann. So, ne? Und ich habe halt nicht mehr andauernd diese Wut und diesen ständigen Drang, irgendwie irgendwas beweisen zu müssen oder so. Könntet ihr beide euch vorstellen, zusammen einen Song aufzunehmen? Ich fände es auf jeden Fall sehr, sehr interessant, immer so Hip-Hop-Vibes in einen EDM-Beat zu packen. Aber ich glaube, dann wäre es mir lieber, wenn du niemanden abschlachtest in diesem Song. Kann man sich schon einigen, ja. Okay. Sehr gut.